Weiter geht's. Fallout New Vegas. Ah, ein Siedler. Wenn Sie Vorräte brauchen, dann kann Chad beim Gemischtwarenladen Ihnen helfen. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal vorbeigehen. Good Springs. Pimpo. Na gut. Und beim Victor wollten wir ja auch nochmal vorbei. Oder wie hieß der Roboter? hallo? Ah. Hallo? Möchten Sie Vorräte kaufen? Na klar, deswegen bin ich hier. Ah. Machen wir das diesmal umgekehrt. Natürlich doch. Oh. Ich glaube nicht, dass wir hier noch etwas verkaufen müssen. Das sind alles Patronen. Patronen für Erwachsene. Oder erweitert, je nachdem. Boxbandage. Verursacht Ermüdungsschaden. Nicht? Leider bringt mir das gar nichts. Wo sind denn die interessanten Sachen? Da war doch etwas mit Schalldämpfer. Boah, hat er viel Geld. 767. Gummibonbons. Radioactive Gumdrops. Radioaktive Gummibonbons. Ultra 2 Ultra Lux. Lederrüstung. Aber mit Rüstung wollte ich eigentlich nicht rumlaufen. Munitionskiste. Pikönig. Schallgedämpfte 22er im schlechten Zustand. Im besseren Zustand. Und eine Schaufel für die Gräber. Die ich ihm, glaube ich, verkauft habe. Ich Depp. Naja, wir müssen auch nicht unbedingt Gräber ausrauben. Oder? Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Was wissen Sie denn über die Lage mit dem Pulverpon? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Sicher nicht. Waren Sie schon mal in New Vegas? Zweimal. Beide Male habe ich viel Schnaps getrunken und fast alle meine Kronkorken am Kartentisch verloren. Ich glaube, so rum stimmt die Reihenfolge. Wenn Sie jemals nach New Vegas kommen, besuchen Sie unbedingt das Gomorrah. Das beste Casino der Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Netter Name. Ein Tipp, benehmen Sie sich. Unter RNK-Feldjäger mit den Robotern von Mr. House empfiehlt es sich nicht, auf dem Strip Ärger zu machen. Ich würde gern mehr über Mr. House erfahren. Tut mir leid, ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino, das Lucky 38, aber außer seinen Robotern geht dort niemand ein und aus. Die anderen Casinos halten sich an seine Regeln, also ist er vermutlich der Boss von New Vegas. Soviel ich weiß, legt sich mit ihm keiner an. Ich glaube, der Roboter, der sie aus dem Dreck gezogen hat, gehört Mr. House. Und wenn Mr. House sich um sie kümmert, ist das ja nur gut, oder? Das ist ja interessant. Habe ich jetzt eigentlich mein Gedächtnis verloren, oder was ist mit dem Leben, was ich früher geführt habe? Anscheinend, oder? Irgendwas in die Richtung.
Gibt's sonst noch was, das ich über die Großkerne wissen sollte? Das sind verdammt harte Kerle. Hart, aber nicht durchgeknallt. Wenn man nichts hat, was sie interessiert, lassen sie einen in Ruhe. Die Großkerne handeln mit illegalen Medikamenten. Die meisten Drogen, die einem so unterkommen, wurden vermutlich von den Großkernen hergestellt. Okay, auf Wiedersehen. Immer mit der Ruhe. Nein, nur keine Hektik. Das ist das Motto des Tages. Coca-Cola. Gehen wir mal ganz kurz hier hinten gucken, was hier los ist. Können wir nicht schlafen? Ja, wir sollten uns mal schlafen legen gleich. Beim Victor können wir, glaube ich, schlafen, oder? Ach ja, und an der Tanke war der Ringo. Ja, das ist doch der Cursor. Wo war Victors Haus? Am anderen Ende? Da sind die Wassertürme. Da ist die Schule. Was ist da in die Richtung? Wir könnten ja einfach mal auf der Karte gucken. Doc Mitchell, Haus, Schule, Victors Hütte. Irgendwo im Süden hören uns. Ja. Ja, da steht er auch. Howdy, Partner. Howdy. Howdy, Partner. Ah, keine neuen Optionen, ja. Ah, ich würde aber gern dich mal nach Dr. Heiße. Haus fragen. Du mysteriöser Roboter, du. Hier könnte ich zum Beispiel schlafen. Alt Mitchell. Ah. Habe ich das Haus gar nicht genau durchsucht? Ach, keine Ahnung. Schlafen wir mal 5 Stunden. Scheinbar hat der Roboter ja nichts gegen mich. So, und dann gehen wir... Ja, Partner. Gehen wir jetzt nochmal zur Tankstelle. Und... Achso, das zoomt nur raus. Wie kann ich denn die Waffe wechseln? Nur im Pip-Boy? Das ist aber böse. .22er Pistole. Welche Munition hat die denn? 22er? 9mm? Ist das dieselbe? 00. Ah. Die hat eine eigene Munition. Das ist natürlich doof. Benutzen wir ruhig mal die Pistole jetzt, wenn wir in einen kleinen Raum gehen. Ist das ja vielleicht sogar halbwegs sinnvoll, die ein bisschen zu verbrauchen. Falls wir denn überhaupt kämpfen müssen, aber könnte ja sein. Zumal, wir haben ja keinen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt reinkommen. Doch. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?
Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Keine Ahnung. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von dem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Warum sind die denn hinter Ihnen her? Meine Karawane kehrte gerade aus Kalifornien zur Firmenfiliale in New Vegas zurück, als wir überfallen wurden. Nicht mal ein Waffen fallen lassen und Hände hoch, bevor die Kugeln flogen. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, aber das waren zu viele. Ich habe ein paar Banditen erledigt, bevor ich mich verzog. Also nehme ich an, dass Ihre Freunde auf Rache aus sind. Und dafür machen die hier so einen Wind? Was wollen Sie wegen den Unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Vielleicht kann ich helfen. Oder Sie brauchen einen Leibwächter. Ich wäre gerade frei. Nein, lieber das hier. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären. Ich frage mal rum, mal sehen, wen ich alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Ich bin ein kleiner Charmeur. Pass auf, ich bring dir genügend Leute. Leer. Alles leer hier. Super Sunset. Sa-sa-parilla. Oder la. Wie auch immer. Das gab's auch schon bei Fallout 3. Diese Werbung. Blechdose, Terpentin. Leer. Hefe. Ich weiß immer noch nicht, was das war. Oh, Arzttasche. Ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Prügel aktuell. Man muss auch über neue Entwicklungen da auf dem Stand sein. Ja. Und Säcke erinnern mich ja nun wirklich jetzt an Skyrim. Elder Scrolls. Ist natürlich auch dieselbe Firma mit Bethesda. Große Whiskyflasche. Da ist sogar noch was drin. Ich muss mich hier nur umsehen. Keine Bange. Kernspaltung. Mehl. Was immer das bringt. Kaffeekanne ist nichts wert. Was ist denn hier drin? Frischer Mais. Schlafen. Bodensafe. Zigaretten. Oh, das gehört wohl ihm. Oder hat reklamiert er jedenfalls für sich. Geld. Geld ist immer gut. Und an dem Mais hier komme ich jetzt leider nicht ran. Obwohl ich ihn sehe. Frechheit. Ah, ich bin irgendwie hier hoch. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das hier aufkriegen. Ja, ich habe nicht mal 25. Okay, das sind, sind immer so die magischen Werte. Es gibt dann halt diese Abstufung. Am besten bringt man bestimmte Sachen wie Reparaturen, Schlösserknacken und sowas immer auf 25. Und danach auf 50, 75 und so weiter. Puh, das können wir glatt mal alles nehmen, würde ich sagen. Bis auf den Aschenbecher vielleicht. Aber ich meine, letzten Endes ist es auch wurscht. Für ein Gericht. Na gut, dann muss ich nochmal mit den Leuten reden.
Wen oder was haben wir denn da im Angebot? Gucken wir doch einfach, wo hier Leute auf dem Cursor links unten sind. Bewegt sich immer. Grunz, Grunz. Machen wir das doch einfach, wenn wir schon die Zutaten dafür haben. Akzeptieren. Vielleicht bringt das ja was. Energiezelle. Sonst können wir eh nichts bauen. Jetzt auch jedes Mal irgendein anderer Knopf. Diesmal ist Akzeptieren A, Verlassen X. Zerlegung. Ich will jetzt nicht meinen Schalldämpfer zerlegen. Wirklich nicht. Zündhütchen. Nee. Nee, mein Lieber. Lass mal gut sein. Okay, also er wird wahrscheinlich nicht mitmachen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nein. Oh, ist noch nicht mal die Gesprächsoption. Immer mit der Ruhe. Okay, dann sollte ich vielleicht wirklich echt zunächst mit Sunny sprechen. Wo immer die sich jetzt auch rumtreibt. Saloon wahrscheinlich. Zumindest sagt das der Cursor. Howdy. Hallo. Howdy. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Kommt drauf an. Oh, es gibt hier auch Arbeit. Was machen Sie hier? Größtenteils jage ich Geckos. Das Fleisch ist ziemlich gut und es gibt immer Abnehmer für die Häute. Ich halte auch Red-Skorpione und Kojoten vom Dorf fern. Gibt nicht viele Leute in Good Springs. Deswegen verirren sich immer wieder Wildtiere hierher. Ich muss nach Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. R&K-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Ja, auch ein typisches Bethesda-Schema. Die Straßen sind sicher, kommen nicht vom Weg ab. Aber macht ja auch Sinn. Oder auch nicht. Naja, jedenfalls ist das so. Also es macht Sinn, wenn man da mit Autos und sowas langfährt. Ansonsten ist die Straße ja eher Teil der Landschaft, oder? Egal. Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt hier wohl nicht zufällig Arbeit. Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Da war ich doch schon. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Hm. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ich hab's ja schon versucht. Ein Magazin über Dietriche? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Und die Haarklammern? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Aha. Okay, ich schaue mir diesen Safe mal an, wenn ich dazu komme. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Nett von dir. Sprechen wir über die Gebiete um Good Springs herum. Sicher. Was möchten Sie denn wissen? Vielleicht bekomme ich ja neue Optionen auf der Karte. Welche anderen Städte gibt es in der Nähe? Südöstlich von hier ist Prim. Kann man kaum verfehlen, weil sie eine Achterbahn mitten in der Stadt haben. Dort gibt es auch einen R&K-Außenposten. Wenn man der Straße nach Norden folgt, kommt man nach Sloan und Quarry Junction. Die bauen da Fels oder so ab, haben aber wohl in letzter Zeit Ärger.
Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Gibt da ein paar Viecher, die es nicht mögen, wenn man auf sie schießt. Ja, K, stell mich mal blöd und tu so, als habe ich das noch nie gehört. Hätte ich das noch nie gehört? Die Republik Neukalifornien. Ein Haufen Siedler und Soldaten aus dem Westen, die sich Nevada unter den Nagel reißen wollen. Die können manchmal ganz schön penetrant sein, aber ihretwegen sind die Straßen sicherer. Also lasse ich es meistens durchgehen. Nicht, dass ich groß die Wahl hätte. Wovor beschützt die RNKC? Vor der Legion. Da wären zum einen die Wildtiere, zum anderen randalierende Einheimische. Sie schützen ihre eigenen Leute und das hilft auch uns. Sie halten auch diese andere Gruppe aus dem Osten in Schach. Was wissen Sie über die andere Gruppe? Hat einen seltsamen Namen. Nennt sich selbst Caesar's Legion. Hab sie hier noch nie gesehen, können also nicht viel dazu sagen. Ich höre Gerüchte, aber das war es auch schon. Sie halten angeblich Sklaven und haben eine richtig fiese Hinrichtungsmethode. Ja, so sind halt die Römer. Aber vielleicht haben sich das die Leute von der RNK auch nur ausgedacht, damit sie wichtiger erscheinen und etwas willkommener sind. Was für Viecher gibt es denn da draußen? Hier in der Gegend gibt es Geckos und Kojoten, die in großen Rudeln ziemlich gefährlich sind. Ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Die Geckos sind nicht sehr zäh, beißen aber kräftig zu. Draußen im Ödland gibt es wohl noch größere, fiesere Varianten. Doch gesehen habe ich die nie. Bleiben Sie auf den Straßen und halten Sie sich von den Hügeln nördlich von Good Springs fern. Die Viecher sind da groß und giftig. Mehr wollte ich nicht wissen, reden wir über etwas anderes. Wenn Sie noch was wissen wollen, dann fragen Sie ruhig. Mach ich. Ich werde Ringo gegen die Pulverbande unterstützen. Könnte Ihre Hilfe brauchen. Sagen Sie nichts weiter, ich bin dabei. Ja, es ging ja schnell. Zu Ringo zurückkehren und mitteilen, dass Sunny Smiles im Kampf gegen die Pulverbanditen hilft. Das war ja einfach. Wir könnten einen grausamen Tod erleiden. Naja, ich vielleicht nicht. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihn Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Hab ich schon gesehen. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Also müssen wir mit allen reden. Optional. Okay, das heißt, das machen wir, bevor wir zurückgehen. Irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorräte zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen irgendwie immer unsere Fertigkeiten anwenden. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass Sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Ja, schön, dass meine Fertigkeiten alle so scheiße sind. Auf Wiedersehen. Ich werde warten. Ja, schön. Ich unterbreche immer.